Wir sind in einem ganz, ganz schönen Hotel, direkt am Wallensee. Also wir sind alle sehr positiv überrascht gewesen. Einfach auch die Lage mit den Bergen und dem See. Also es ist wirklich super. Man hat die Möglichkeit, sich in einer Woche mal voll aufs Fußball zu konzentrieren, weil es sonst im Alltag halt manchmal ein bisschen schwieriger ist, wenn man noch arbeitet oder Schule hat nebenbei. Das ganze Trainingslagerleben gibt uns die Möglichkeit, auch als Team nochmal sich näher zu kommen, nochmal auch nicht nur auf dem Fußballplatz Zeit miteinander verbringen, vielleicht auch Leute auch nochmal ein bisschen anders kennenlernen. Ich glaube, das tut unserem Team zusammen halt sehr gut. Wir haben sehr viel Wert auf das Pressing gelegt in der Vorrunde und auf das Gegenpressing sind wir noch nicht im Detail eingegangen. Also was machen wir nach dem Ballverlust? Und dort ein paar Bilder auch kreieren. Das Ziel der Rückrunde ist sicher so die Vorrunde mit allem, was in den Entwicklungen angeschoben werden können. Bestätigen, dort vielleicht sogar noch eine weitere Scheibe drauflegen können und dann schauen wir, woher das führt. Die Vorbereitungszeit ist sicher eine der strengeren Zeiten, das ist so, weil wir vor allem viele Spielformen machen, also mit hoher Intensität und auch das Krafttraining, wo vielfach mit Maximalkraft ist. Ja, also die Trainingseinheit für uns als Verletzte beschränkt sich zurzeit relativ stark einfach auf das Krafttraining, weil wir zurzeit einfach noch nicht mehr machen können. Ja, da geht es einfach um einen Kraftaufbau in den Beinen, im Oberkörper. Mega cool, dass wir den ganzen Platz hier jeden Tag haben. Sie haben alles geräumt für uns, ein Krafträumchen eingerichtet, wir haben nicht so weit zum Fahren. Alles an Material, das wir uns wünschen können, bereitgestellt. Top!